Die wissenschaftliche Tagesschau heute, 15.04.20, die 15-Uhr-Ausgabe. Ja, nochmal ganz kurz, muss wiederholt werden, wegen der besonderen Wichtigkeit Professor Hendrik Streeck zu Corona. Ja, das, also er hat ja meine Berechnung bestätigt und sagt, 0,06% der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung von Gangelt starben bei einer normalen Sterblichkeit in Gangelt von circa 1% pro Jahr, würde das schlimmstenfalls bedeuten, dass dann sozusagen im Moment jedenfalls 1,06% sterben würden. Das ist kein Grund für Maßnahmen, würde ich mal sagen. Auch wenn jetzt dann durch die Aufhebung von Maßnahmen jetzt noch mehr dazu kämen, also vielleicht nochmal 0,06% der Bevölkerung, dann hätten wir 1,12% Sterblichkeit in Gangel. Das ist auch kein Grund für irgendwelche radikalen Maßnahmen, besonders wenn man sich nochmal klar macht, dass wahrscheinlich der Großteil der Leute, die wir jetzt durch die Maßnahmen retten, innerhalb der nächsten, sagen wir spätestens 12, 13 Monate, sowieso sein Sterben nachholt, weil es sich höchstwahrscheinlich um Menschen handelt, die sozusagen sowieso dran sind mit dem Sterben. Ne? Gut, dann also jetzt sozusagen Doktor, na fangen wir doch mal ausnahmsweise an mit Professor Dr. Med. Karl Probst, ja, den habe ich sogar mal persönlich kennengelernt in seiner Klinik in Süddeutschland. Und er hat damals gesagt über den Ansatz der Next Scientist for Future.de, also die Gesundheitsreformkonzeption und die Analyse, diese hier, die mimetisch-genetische, über diese Analyse hat er gesagt, genial. Also ich mache diese Analyse jetzt nochmal in der Kurzversion, und damals wurde damals auch in der Zeitschrift Natürlich Leben von dem berühmten Franz Konz, Bund für Gesundheit, wurde ein Artikel aufgrund von Professor Probst dann veröffentlicht, und da wurde in anderer Form auch schon sozusagen die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, die ja schon sehr alt ist, bei den Next Scientists for Future.de vorgestellt. Und zwar hier dieses Grundmodell, ganz kurz wieder nur der gute Arzt hier vor 170.000 Jahren, der sagt, ja, ihr dürft diese neumodische denaturierte Nahrung der Händler, die jetzt alle von Kommune zu Kommune ziehen, nicht essen sozusagen, sondern das schwächt nur euer Immunsystem und dann werdet ihr krank und dann muss ich immer wieder kommen. Und ja, und der andere, der tausendste Heiler oder Arzt, irrt sich dann und sagt, nein, ihr könnt ruhig unbedenklich die denaturierte Nahrung der Händler essen. Euch fehlen nur meine Kräutertränke und meine Heiltränke und meine Impfung, meine Chemotherapien, meine Bestrahlung, und meine Operationen. Und nur weil euch das fehlt, nur deswegen werdet ihr krank. Ihr müsst also davon möglichst viel kaufen. Und diese Irrtümer, diese gewinnbringenden Irrtümer, die führen eben zu großem Profit. Diese Art Medizin stirbt tendenziell immer wieder aus, sozusagen die Wahrheit, weswegen man ja auch von Franz Konz, wissen Sie noch, wer Franz Konz war? Nein, also man vergisst das ja alles wieder. Es sind immer so Vorstöße in Richtung Gesundheit, wie jetzt eben auch die Next Scientists for Future.de. Aber wenn dann das nicht in Struktur, in staatliche Struktur, also in die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft des Chefideologen Dr. Markus Krall sozusagen, wenn wir das teuflische System nicht beenden, dann kommen immer wieder so Natur-
Ärzte wie Dr. Med. Karl Probst und gleich noch Rüdiger Dahlke und so weiter. Das kommt alles immer wieder, aber es versandet dann auch immer wieder, weil genauso wie wahrscheinlich die meisten schon wieder Franz Konz gar nicht mehr kennen, stirbt das alles immer wieder aus, wenn wir nicht endlich die Struktur, also die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege, Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientists for Future.de endlich durchführen und damit den ersten Ausstiegsschritt machen, raus aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und ich erinnere dabei nochmal an die Wohlfühlstimme. Schaut das nach, 4 Homepages, über 400 Videos. Wohlfühlstimme. So. Dann dieser Professor Dr. Med. Karl Probst erinnert uns also noch einmal an den Rohanteil, ja, wobei ich sagen muss, ich habe das nicht so gut verkraftet, immer so 80% wirklich roh zu essen. Ich bin jetzt so vielleicht auf 50-50, also 50% leicht angekocht und 50% roh. Ich mache also von jedem so die eine Hälfte mache ich in den Topf und die andere mache ich in den Rohbereich und esse roh, ja. Aber wie gesagt, seine Empfehlung mindestens 80% Rohanteil, ja, und natürlich nichts, sondern nur Obst, Gemüse, Wildkräuter, Nüsse und so weiter, alles was Natur ist, reine Natur, ne? Nichts Denaturiertes, ne? Ja. Man sieht aber auch an all dem, ja, auch von Dr. Med. Probst, so die ganze Wirkungslosigkeit. Denn ohne die Wohlfühlstimme und ohne die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege, Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientist for Future.de wird also da nichts sich grundlegend ändern. Es ist quasi so, da ist der Dr. Med. Probst und Dr. Med. Rüdiger Dahlke. Das sind dann halt alles so einsame Rufer in der Wüste. Ne? Ja, und dann sagt er den wichtigen Satz, ja, von einem Viertel dieser normalen Industrie-Sondermüllnahrung, von einem Viertel lebt der Mensch, von drei Vierteln der Arzt. Ne? Und dann deutet er auch nochmal das an, was ja Dr. Med. Rüdiger Dahlke auch schon gesagt hatte, wenn ich jetzt irgendwie Corona-Symptome spüren würde, ich merke im Moment überhaupt nichts, ne? Wenn ich was spüren würde, dann würde ich mal schnell 4 Tage fasten, weil ich dann das Immunsystem natürlich total hochfahren würde. Und dann sagt Professor Probst noch, Dr. Probst nochmal, dass bei Fieber, bei Hyperthermiebehandlung sozusagen pro Grad Körpertemperaturerhöhung ist das Immunsystem doppelt so stark. Dann würde ich also mich in die heiße Badewanne legen und dann noch immer heißes Wasser zufließen lassen. Bis es aber das vorher den Arzt fragen, sicherheitshalber natürlich, und dann einfach ein warmes Bad, sehr warmes Bad nehmen, weil Fieber kocht eben Viren ab. Und dann sozusagen wird da auch wieder ein bisschen richtig wütend, der Dr. Probst, weil er eben nicht akzeptieren kann, dass eben die gewinnbringenden Irrtümer eben das Wesen der modernen und normalen Medizin sind. Dr. Med. Rüdiger Dahlke nennt sie ja die Medizyniker, also die Zyniker, die Medizyniker. Diese ganzen Angriffe sind ja nicht gerechtfertigt. Die irren sich halt einfach und lernen Irrtümer von Leuten, die sich geirrt haben. Ne? Und deswegen, Dr. Probst sagt richtig, kranke Kinder wollen noch fasten, um ihr Immunsystem zu stärken. Ja, und dann zwängen wir denen das Essen auf und so weiter. Und nochmal am Beispiel jetzt, dann sagt er auch noch so Dinge, dass die in den normalen Kliniken bei 38,5 schon fiebersenkende Mittel gegeben werden und damit das Immunsystem natürlich ganz aktiv geschwächt wird, ja. Ja, das sind alles diese Irrtümer, die alle zu dem Gesamtbegriff Überbehandlung, Übertherapie dazugehören, ja. Und
Dann das Beispiel der Fiebersenkung. Hier gehen wir noch mal kurz drauf an. Hier haben wir einen Arzt, der sagt, nein, also Fieber macht das Immunsystem leistungsfähiger und stärker und kocht die Viren ab. Das dürfen wir auf keinen Fall bekämpfen, das Fieber. Na, dadurch werden die Leute gesund und brauchen ihn nicht mehr. Und er verdient wenig und sein Urenkel muss die Praxis schließen. Und hier haben wir den anderen Arzt, der sagt, nein, ich muss bei 38,5 Celsius das Fieber senken, denn Fieber ist ja eine Krankheit. Ne? Und dann senkt er das Fieber, dadurch wird das Immunsystem, bleibt es extrem schwach, der Mensch wird stärker krank, er kann noch mehr abrechnen sozusagen, verdient mehr und hat aufgrund seines Irrtums am Ende mehr verdient, kann mehr Kinder ernähren, kann eine ganze Familie an Medizinprofessoren begründen, eine Großfamilie sozusagen. Und das ist eben die naturwissenschaftliche Beweisführung, dass eben die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall für uns alle höchst lebensgefährlich ist. Und jetzt haben wir noch die Frau Beate Bahner, die Rechtsanwältin, die hat das wohl einfach übertrieben. Ich kann doch nicht hingehen, wenn der ganze Staat sich im Irrtum befindet und wirklich alle daran glauben, dass diese Maßnahmen lebenswichtig für uns alle seien, dann kann ich doch nicht hingehen und in gewisser Weise aufrufen dazu, die Maßnahmen nicht zu befolgen. Das geht doch nicht. Ist doch klar, dass man sie da in die Psychiatrie gesperrt hat. Ne? Also da sollten wir uns nicht drüber aufregen. Im Internet wird sich darüber sehr aufgeregt, aber das ist wieder, sind wahrscheinlich wieder die Rechtsradikalen mit ihren Verschwörungstheorien und so weiter. Ne? Ja, also von daher noch einmal sozusagen hier, dann, ich glaube, alles andere hatte ich. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, Rüdiger Dahlke, über das nicht gelebte Leben und so weiter. Also schauen Sie sich auf jeden Fall auch noch die 14 Uhr Tagesschau ein. Sie gehen einfach, je nachdem, welcher Sender gerade dieses Video veröffentlicht, Sie gehen gerade auf den Namen des Senders und dann klicken Sie zu Videos und dann sehen Sie die 14 Uhr Tagesschau heute, die wissenschaftliche Tagesschau und jetzt, ja, das war dann eben nach der 14 Uhr Tagesschau heute, jetzt dann auch die 15 Uhr Tagesschau heute vom 15.04. Tschüssi!